Okay, dann sind wir live. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Bevor ich jetzt gleich ins Thema reinspringe und euch etwas über Phosphor erzähle, möchte ich erst die Gelegenheit nutzen und meiner Gastgeberin bzw. der Hausherrin ganz, ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Also und nochmals vielen Dank, dass du mir die Plattform gibst und hier mein Wissen teilen lässt, weil es sind so viele Sachen, die, glaube ich, für die meisten Leute relativ neu sind. Und damit bin ich eigentlich schon beim heutigen Thema. Das ist das Thema Phosphor. Und ich teile wieder mein Bildschirm mit euch, weil dann können wir uns die Folien ansehen und das ist dann doch ein bisschen interessanter. Okay, ich gehe jetzt in den Vollbildmodus. Also für diejenigen, die meine Vorträge nicht kennen, in dem Moment, ich in den Vollbildmodus gehe, im geteilten Bildschirm kann ich keine Kommentare mehr sehen, keine Fragen. Aber bitte zögert nicht, die Fragen zu posten, reinzustellen. Ich schaue mir das hinterher sowieso alles gründlich an und beantworte die dann. Also das Thema heute, gut versorgt im Wechsel, und zwar geht es um das Mineral Phosphor. Nochmal zunächst kurz zur Vorstellung für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich bin Dr. Heike Franz, Ernährungswissenschaftlerin, und ich hatte mich schon relativ früh im Studium auf die Beratung von Frauen in der Menopause spezialisiert. Wenn ich sage früh im Studium, das war mein zweites Studium gewesen. Ich war also über 40, als ich das abgeschlossen habe, und von daher war halt auch abzusehen, dass ich früher oder später, vermutlich eher früher, selbst in die Wechseljahre komme. Wir hatten ja jetzt angefangen in diesem Jahr mit dieser Serie die Mikronährstoffe, und die Mineralien war so die erste Gruppe gewesen. Ich hatte euch bisher Calcium, Magnesium vorgestellt, und Phosphor ist eigentlich ein Mineral, das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Oft habe ich dann, wenn wir über Phosphor in meiner Praxis sprechen, so ein bisschen die Überraschung, ich dachte immer, das wäre doch gefährlich. Ist nicht ganz verkehrt, und was das Phosphor in der Ernährung angeht, da spreche ich gleich drüber. Für mich war Phosphor eigentlich immer so eine Erinnerung an den Chemieunterricht, den ich sonst todlangweilig fand, aber weißer Phosphor, der übrigens hochgiftig ist, das fand ich immer sehr faszinierend. Weißer Phosphor, der wurde früher in Brandbomben benutzt im Krieg. Und so gibt es heute an der Ostsee noch Gelegenheiten, dass weißer Phosphor angeschwemmt wird. Und blöderweise sieht der Bernstein sehr ähnlich. Ist nur hochgefährlich, brandgefährlich, kann man sagen. Wenn der trocknet, mit Sauerstoff reagiert, fängt der nämlich schon bei 34 Grad an zu brennen. Also bei Körpertemperatur, wenn man den gerade irgendwo in eine Tasche steckt. Und das gibt ganz, ganz üble Brandverletzungen, die man auch nicht mit Wasser löschen sollte. Das nur mal so am Rande. Gucken wir uns doch Phosphor mal an. Also Phosphor macht 1% unseres Körpergewichtes aus, ist also nicht so viel, bei weitem nicht so viel wie Calcium, aber wichtig. 85% des Phosphors sind in den Knochen und in den Zähnen und arbeiten da zusammen halt mit den anderen Makromineralien. Der Rest ist halt in anderen Zellen und Geweben. Man geht von einem Bedarf von rund 700 Milligramm pro Tag aus, und da sind die Empfehlungen für Männer und Frauen gleich. Aber da es ganz wichtig ist, dass Phosphor im festen Verhältnis zu Calcium steht, muss ich mich halt immer etwas an dem Calciumbedarf orientieren. Da ich als Frau in den Wechseljahren mehr Calcium brauche als andere Altersgruppen, kann man auch den Phosphor etwas hochsetzen. Man geht also davon aus, dass ein Teil Phosphor auf rund 1,5 bis 2 Teile Calcium kommt.
Und dann käme das hier so ungefähr hin, 700 Milligramm am Tag. Wenn ich dann zwei Teile Calcium, bin ich bei 1400. Also kann es ruhig noch ein bisschen mehr sein, 750 Milligramm am Tag. Den schlechten Ruf in der Ernährung, da gehe ich auch ziemlich am Schluss nochmal drauf ein, kein unwichtiger Aspekt, durch den hohen Phosphoranteil in Junkfood, in Fertiggerichten, vor allen Dingen in Cola, hat Phosphor einen sehr schlechten Ruf bekommen. Da auch nochmal zu den Zahlen hier. Ich hatte da eine Statistik über die USA gelesen, eine Durchschnittsernährung. Ich weiß nicht, wie die Zahlen jetzt erhoben haben. Ich weiß auch nicht, wie sie für Deutschland aussehen. Aber da ist dann festgestellt worden, dass auf ein Teil Calcium 5 Teile Phosphor kommen im Durchschnitt. Und das kehrt doch das gesunde Verhältnis total um mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Und der zweite Punkt, wo es ein bisschen ins Gerede gekommen ist, wir benutzen, oder nicht wir, die Bauern benutzen Phosphor zum Düngen auf den Feldern. Und wenn man die Felder überdüngt, bringen die vielleicht mehr Ertrag. Aber Phosphor wird dann auch ins Grundwasser gespült, gerät in die Gewässer rein und Seen können also umkippen, dass jetzt plötzlich wesentlich mehr Algen da wachsen. Gucken wir uns doch mal die Aufgaben von Phosphor an. Ich sagte ja schon, Phosphor ist ein Aschenbrödel und man hat das gar nicht so auf dem Radar. Es ist immens wichtig und arbeitet hier im Team zusammen mit Calcium, Magnesium und Vitamin D an der Knochenfestigkeit. Und das ist so auch ein bisschen ein fragiles Gleichgewicht. Das sollte im Gleichgewicht sein. Wenn ich an einer Stelle zu viel reinwerfe, kann das sein, dass das ganze System gestört wird, was man noch nicht mal so kurzfristig merkt, aber halt langfristig. Ganz wichtig, Phosphor ist bei sehr vielen Prozessen im Körper beteiligt, wo es um die Energieproduktion geht. Das heißt, dass die Kohlenhydrate und Fette, die wir aufnehmen, überhaupt zu Energie umgewandelt werden können. Ich meine, es nutzt uns ja nichts, wenn wir essen, wenn wir vielleicht gesund essen. Und das landet alles auf den Hüften und wir haben keine Energie. Also von daher schon eine wichtige Aufgabe. Noch was, was für Frauen halt sehr interessant ist, Phosphor ist an Reparaturprozessen der Zellen beteiligt. Das verlangsamt sich ja im Laufe der Jahre. Wir kriegen Falten, weil die Zellerneuerung nicht mehr so schnell stattfindet. Und da ist es halt auch wichtig. Wenn wir da an, uns das Alter anschauen, Phosphor hilft auch bei der Herstellung von Nukleinsäuren, die so Bestandteil der DNA oder DNS sind. Und das wiederum beeinflusst ja die Lebenserwartung, wie alt wir werden. Zusammen mit Lecithin bildet Phosphor Phospholipide und das ist ein Bestandteil der Zellmembran, die dafür sorgt, dass Nährstoffe in die Zelle reinkommen. Ist also durchlässig für bestimmte Nährstoffe, aber nicht für alles. Was viele Frauen auch interessiert, gerade die jetzt ein bisschen auf die gesunde Ernährung achten, Phosphor wirkt als Puffer im Säure-Basen-Haushalt. Es gleicht also etwas aus. Ich gebe ja immer wieder den Begriff Homöostase hier an. Der Körper ist also bestrebt, einen gewissen Wert aufrechtzuerhalten. Und da nicht immer alles hundertprozentig perfekt ist, brauchen wir da einen Mechanismus, der ein bisschen ausgleichend wirkt. Und bei der Muskelkontraktion hat Phosphor die Funktion, dass es regelmäßigen Herzschlag zum Beispiel fördert. Gucken wir uns doch Phosphormangel an. In den vergangenen Wochen bei den anderen Makromineralien habe ich ja immer wieder Nahrungsergänzung angesprochen. Bei Mangelerscheinungen gibt es bei Phosphor so gut wie gar nicht, eben weil eine Unterversorgung durch eine komplett schlechte Ernährung sehr selten ist, sondern wir haben eigentlich bei Phosphor eher das gegenteilige Problem. Wenn man sich sehr ungesund ernährt, also so literweise Cola trinkt, viel Junkfood, überhaupt viel verarbeitete Lebensmittel isst, hat man eher das Problem der Überversorgung. Und wenn wir dann tatsächlich einen Phosphormangel haben, ist der in der Regel krankheitsbedingt.
oder dass irgendwas anderes im Körper nicht funktioniert. Da haben wir hier Mangelernährung, also das ist jetzt wirklich, wenn man sich total einseitig ernährt oder zu wenig Vitamin D aufnimmt, was ja gebraucht wird, um das überhaupt, um Calcium, Magnesium und Phosphor im Knochen einzulagern. Und ich denke, viele werden es mitbekommen haben, es waren ja für, ich weiß nicht, wie eine halbe Ewigkeit, dass es immer hieß, wir brauchen kein zusätzliches Vitamin D, wir nehmen genügend durch das Sonnenlicht auf, beziehungsweise das Sonnenlicht hilft dem Körper, Vitamin D zu produzieren. Aber seit etwa 5 Jahren ist jetzt eigentlich klar geworden, dass viele Menschen unterversorgt sind mit Vitamin D. Also sollte man da doch in jedem Fall sein Augenmerk drauf achten. Diabetes ist ein weiterer Grund für Phosphormangel, Alkoholismus, das ist klar. Da wird halt sehr viel ausgeschwemmt und der Körper verliert dann auch Mineralien. Bei Magersucht ist halt insgesamt die Aufnahme von allen Nährstoffen sehr gering und da macht sich das dann auch bei Phosphor bemerkbar. Und es gibt halt vererbte Störungen und Krankheiten, die zwar sehr selten sind, aber man sollte es halt auch auf dem Radar haben. Gucken wir uns das doch mal an, wie macht sich denn ein Phosphormangel überhaupt bemerkbar? Ich habe hier mal eine ganze Reihe Symptome, so Angstzustände, Müdigkeit, die Atmung ist unregelmäßig, man ist sehr gereizt, die Gelenke sind steif, man hat das Gefühl, man kann sich einfach nicht mehr so richtig bewegen, es tut weh. Es kann zur Taubheit kommen, insgesamt ein Gefühl der Schwäche, dass man keine Energie mehr hat. Ich sagte ja eben, es ist für den Energiestoffwechsel wichtig. Veränderung des Körpergewichts und in dem Fall ist es so, dass in der Regel das Körpergewicht sogar runtergeht. Also aber jetzt nicht deswegen Phosphor weglassen. Und das größte und alarmierendste Signal sind halt schmerzende Knochen, die halt auch leicht brechen, weil, wie gesagt, Phosphor spielt da eine wichtige Rolle. Wenn ich mir jetzt diese Symptome so anschaue, muss ich sagen, die sind sehr, sehr unspezifisch. Und ich glaube, viele Frauen in den Wechseljahren, die werden die meisten der Symptome kennen. Und das bringt man dann halt so kurzfristig nicht mal unbedingt mit Phosphormangel in Verbindung. Was tun bei Phosphormangel? Ich sagte ja eben schon, Nahrungsergänzung ist jetzt nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Und meines Wissens gibt es keine Nahrungsergänzungsmittel, die jetzt nur Phosphor ersetzen. Bei einigen Multivitaminpräparaten ist Phosphor enthalten. Aber da bin ich eh kein Freund, weil ich denke überhaupt bei Nahrungsergänzung, man sollte das ergänzen, was dem Körper fehlt und nicht so auf gut Glück mit dem Gießkannenprinzip, so nach dem Motto, wird schon irgendwas helfen und viele Vitamine sind ja wasserlöslich, was zu viel ist, wird ausgeschieden. Das Problem hierbei bei Phosphormangel ist ähnlich wie bei Calcium und Magnesium die Diagnose. Das bleibt relativ lange unerkannt, auch wenn man Blutuntersuchungen macht, weil der Körper das halt erstmal ausgleicht. Und zwar wird dann Phosphor aus den Knochen abgebaut und dann halt im Blut genutzt, damit der Spiegel im Blut ausgeglichen bleibt. Das Gleiche hatten wir ja auch bei Calcium und Magnesium. Das macht diese ganzen Mängel halt recht gefährlich, wenn man da jetzt nicht gezielt nachsucht und nicht nur das Blutserum, sondern das gesamte Blut untersucht, kann das durchaus passieren, dass man es erst dann merkt, wenn es wirklich zu spät ist und wenn die Knochen schon brüchig sind. Also bei Verdacht, wenn Phosphormangel irgendwie in Frage kommt aufgrund der Vorerkrankung, unbedingt vom Arzt abklären lassen. Beim leichten Mangel reicht eigentlich eine bewusste Ernährung aus und da kann ich gar nicht oft genug sagen, lasst euch vom Fachmann beraten, weil da jetzt einseitig sich nur auf Phosphor zu konzentrieren, kann irgendwas anderes komplett aus dem Gleichgewicht bringen. Und dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, dann wirklich, okay, dann halt jetzt mal ein paar Liter Cola und dann habe ich schon viel Phosphor. Ist nicht dasselbe.
wenn ich aus welchen Gründen auch immer, das sind in der Regel krankheitsbedingte Gründe, einen ganz gravierenden Mangel habe, kann das durchaus nötig sein, dass intensivmedizinische Maßnahmen getroffen werden. Das heißt, dass ich Phosphor über eine Infusion zugeführt haben muss. Kommen wir zur Phosphorüberversorgung. Und ich denke, das ist heute oft ein größeres Problem. Gucken wir uns auch hier nochmal die Krankheiten an, weil es gibt halt bestimmte Krankheiten, die dazu führen können. Und hier auf, ganz oben auf der Liste steht eigentlich immer die Niereninsuffizienz. Das heißt, normalerweise ist unser Körper bis zu einem gewissen Grad in der Lage, Phosphor das etwas zu regulieren. Wenn der Spiegel im Blut niedrig ist, wird mehr über die Nahrung aufgenommen, absorbiert. Wenn es zu hoch ist, wird Phosphor über die Nieren ausgeschieden. Und das passiert natürlich nicht, wenn ich nierenkrank bin. Dann lagert sich dann immer mehr Phosphor im Körper an. Bei Missbrauch von Abführmitteln, was ja leider auch oft als eine Art Maßnahme, um abzunehmen gilt, nur ganz am Rande, funktioniert nicht, aber der Körper verliert sehr viele Mineralstoffe, es ist nicht mehr ausgewogen und Phosphor kann da auch Überhand nehmen. Wenn man einen gravierenden Phosphormangel hatte und dann jetzt vielleicht zu schnell zu viel Phosphor über die Infusion bekommt, kann es auch dazu kommen, wobei sich das in der Regel relativ schnell wieder normalisiert. Und was ganz wichtig ist, Schilddrüse und Nebenschilddrüse, das sind zwei Organe, beziehungsweise die produzieren Hormone, die an diesem Abpuffern, beziehungsweise an diesem Ausgleich beteiligt sind. Und unser Körper ist da halt sehr fein abgestimmt und es mögen zwar nur geringe Mengen sein, aber die können das halt etwas steuern. Und dann bei einer Chemotherapie, aber ich denke, das ist überflüssig zu sagen, dass es da sehr viele Nebenwirkungen sowieso gibt. Und da muss es halt auch durch entsprechende Maßnahmen unter Kontrolle gebracht werden. Jetzt der zweite große Block, Phosphorüberversorgung durch schlechte Ernährung. Und leider Gottes ist das die häufigste Ursache der Überversorgung. Es gibt viele Nahrungsmittel mit hohem Phosphorgehalt. Die wenigsten Nahrungsmittel, die da drunter fallen, sind natürliche Nahrungsmittel, sondern es sind eher die Sachen, die stark B- oder verarbeitet sind. Also sehr selten, wenn man jetzt über Gemüse oder andere, auch über Fleisch, also jetzt Fleisch, das nicht bearbeitet ist, Phosphor aufnimmt, ist das in der Regel absolut im Rahmen. Das Problem dabei ist, dass für die Lebensmittelindustrie ist Phosphor eine Art Allzweckwaffe und die wird da wirklich ausgiebig eingesetzt. Das wird genutzt, um Fleisch- und Wurstwaren zu konservieren. Daher auch wieder mein Punkt, Fleisch, so reines Fleisch, Stücke, die normal gereift sind, ist überhaupt kein Problem, wenn das erstmal bearbeitet wird. Und das kann man ja dann auch auf der Verpackung lesen. Dann kommen Chemikalien zum Einsatz und Phosphor ist eines dieser Mittel. Die stabilisieren und verdicken Milchprodukte. In Schmelzsalzen von Schmelzkäse ist es überraschend hoch. Und da muss man sich das wirklich mal angucken. Ein gereifter Gouda, der langsam reift, und ein Schmelzkäse oder diesen Kochkäse, der halt auch mit Schmelzsalzen versetzt ist, die haben ausgesprochen viel Phosphor drin. Und bewahrt die Farbe von Cola. Ich glaube, Cola ist eigentlich das Produkt, das mir immer direkt ins Gedächtnis kommt, wenn ich von Phosphorüberversorgung höre. Puddingpulver und Babybrei sollte ja nicht klumpen. Dabei hilft auch Phosphor. Ja, was passiert denn jetzt? Warum ist das so gefährlich? Ich sagte ja eben, der Körper kann es innerhalb von Grenzen selbst regulieren, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss und das geht nicht mehr. Es ist halt eine erhebliche Gefahr für Nierenkranke, wenn der Körper sowieso
Phosphor nicht loswerden, ausscheiden kann. Aber auch für Gesunde kann das relativ schnell, wenn ich mich dauerhaft sehr phosphorreich ernähre, zu Problemen führen. Und zwar jetzt wirklich alle Gefäßprobleme, sodass die Innenwände sich verengen, Ablagerungen in den Gefäßen mit all den Folgen, die das haben kann, also Herzinfarkt und Schlaganfall. Es ist ganz logisch, das Osteoporose-Risiko steigt gravierend an. Wenn ich zu viel Phosphor aufnehme, braucht der Körper die entsprechende Menge Kalzium, um das im Blut auszubalancieren. Und wenn kein Kalzium entsprechend aufgenommen wird oder so viel, um das Phosphor auszugleichen, holt der Körper sich das Kalzium aus den Knochen. Was dann passiert, dann kommen wir halt auch wieder an die Knochenbrüchigkeit. Also sowohl zu viel als auch zu wenig Kalzium, zu viel als auch zu wenig Phosphor, Entschuldigung, ist gefährlich. Falls das alles noch nicht so auf dem Radar ist, weil oft denkt man, ja, ich merke ja nichts, meine Knochen sind doch gesund, bestimmt, ich hatte noch nie einen Knochen gebrochen. Aber man sieht es relativ schnell an der Haut und der Muskulatur, überhaupt am Alterungsprozess. Das wird halt alles ein bisschen beschleunigt. Und ich denke, spätestens das ist für viele Frauen ein Anreiz, da jetzt ein bisschen vorsichtig zu sein. Dazu muss man jetzt wissen, wenn ich Phosphor aus natürlichen Quellen aufnehme, kann der Körper ungefähr 60% davon aufnehmen. Und auch wieder hier gibt es diesen Puffermechanismus, wenn ich mehr Phosphor brauche, kann die Aufnahme, die Absorption im Darm etwas höher sein, anders wird es halt etwas gedrosselt. Wenn ich aber jetzt Phosphor in den Nahrungsmitteln habe, Phosphor, das zugesetzt wurde, das ist wasserlöslich und bildet Salze und kann damit wirklich zu fast 100% aufgenommen werden. Das heißt, ich habe sowieso schon enorm hohe Phosphorwerte da drin und davon kann der Körper wirklich fast alles ausnutzen. Und da ist es halt dann ganz schnell zu viel. Woran erkenne ich denn zugesetzten Phosphor? Gute Frage. Es ist in der Regel so, bei Lebensmitteln, bei Fertigprodukten muss es deklariert werden, auf dem Nährwertlabel draufstehen. Bei Schmelzsalzen, bei Schmelzkäse ist es auch nochmal extra aufgeführt. Nur, ich glaube, die wenigsten wissen dann, dass Schmelzsalze Phosphor sind. Und von daher ist das natürlich auch nicht so transparent. Wenn ich Wurstwaren oder Fleisch an der Bedientheke in der Fachabteilung kaufe, wird das hier oft da erst abgepackt. Aber da müsst ihr mal drauf achten, auf manchen der Etiketten oder Preisschilder, die da stehen, ist dann ein Vermerk drauf, das Produkt enthält Phosphor. Nicht mehr und nicht weniger, aber dann weiß man wenigstens, das ist zugesetzt. Und dann die E-Nummern, da werde ich euch jetzt hier mal die ganzen Nummern um die Ohren hauen, weil das sind alles phosphorhaltige E-Nummern, Substanzen, die bei Lebensmitteln zugesetzt werden dürfen. Und ich habe das ja in den letzten Wochen auch gemacht, in den letzten Vorträgen. Hier von dieser Präsentation bekommt ihr ein PDF-Dokument, was ich hochlade, könnt ihr euch runterladen. Und zusätzlich habe ich diesmal noch eine Tabelle vorbereitet und da habe ich die ganzen Nummern dann auch nochmal aufgelistet. Das Problem hier bei dem zugesetzten Phosphor ist, es ist zwar verpflichtend, dass das deklariert wird, aber es gibt keine Verpflichtung jetzt da genau anzugeben, wie viel Phosphor denn da drin ist. Und das kann natürlich ziemlich übel sein, wenn man so gar kein Gefühl dafür hat von der Größenordnung her. Und bei manchen Nahrungsmitteln, Lebensmitteln ist das wirklich sehr gravierend, dass man dann schon mit einer Portion Wurstwaren seinen Tagesbedarf weit überschreitet. Also das ist gefährlich. Gucken wir uns das doch mal an, die 700 Milligramm. Ich sagte ja eben,
Phosphormangel, ein echter Phosphormangel durch die Ernährung ist relativ selten. Und ich habe jetzt hier einmal einige Nahrungsmittel, die alle in dieser Gewichtseinheit 700 Milligramm enthalten, also jede einzelne Zeile. Es sind Weizenkleie, Sojabohnen, Gouda, wobei das noch relativ moderat ist, weil ich sagte ja eben, Schmelzkäse hat da wesentlich mehr. Ölsardinen, Linsen, weiße Bohnen, Mischbrot, Schweinebraten, Joghurt und Kohlrabi. Das Schöne bei Phosphor aus natürlichen Quellen, aus möglich natürlichen Quellen, ist eigentlich, wenn ich auf meine Ernährung achte und genügend Kalzium aufnehme, habe ich in der Regel Phosphor im richtigen Verhältnis oder in einem guten Verhältnis. Und um euch da was an die Hand zu geben, kommt da noch eine Tabelle, die ich euch auch hochladen werde. Das ist eine relativ lange Liste von Nahrungsmitteln. Da hast du genau gegenübergestellt, 100 Gramm enthalten so und so viel Kalzium, so und so viel Phosphor. Und dann kann man das schon relativ gut abschätzen. Und gerade wenn ich mich ein bisschen abwechslungsreich ernähre, ist man dann auf der sicheren Seite. Was heißt das jetzt für mich? Wie sehr muss ich darauf achten? Was soll ich beachten? Also Phosphor ist immens wichtig, auch wenn es Aschenbrödel-Dasein fristet und nicht so im Rampenlicht steht, auch für die Knochengesundheit nicht. Aber es ist an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Und man sollte es überwiegend aus natürlichen Quellen beziehen. Und da ist halt auch immer wichtig, auf die Abwechslung in der Ernährung zu achten, weil dann vermeide ich auch, dass ich, wenn ich wirklich mal Phosphorquellen oder Nahrungsmittel esse, die zu viel Phosphor haben, dass ich das ständig esse. Wenn ich sage, auf Abwechslung in der Ernährung, das sind immer so meine Stichworte, saisonal, also das, was gerade jetzt hier in der Region ist regional reif ist, was geerntet wird, da sollte man ein bisschen drauf achten. Also von daher ist es in jedem Fall besser, auf einem Wochenmarkt zu kaufen oder halt direkt beim Bauern, wo die Sachen dann noch frischer sind. Wenn ich weiß, dass ich zu Risikogruppen gehöre und Vorerkrankungen habe, sollte man sich regelmäßig den Phosphorspiegel überprüfen lassen. Wobei ich sagen muss, bei diesen ernsthafteren Geschichten wird das eigentlich automatisch gemacht. Ich hatte da auch gestern noch mal hier mit einem Arzt drüber gesprochen und der sagte, ja, es gibt gerade bei Nierenerkrankungen solche Geschichten, wird das eigentlich routinemäßig überprüft und ist halt auch wichtig. Wenn ich hin und wieder Fastfood esse, wird mich das mit Sicherheit nicht umbringen, aber so eine Empfehlung, wenn ich weiß, ich esse sowas, was einen relativ hohen Phosphorgehalt hat, macht es vielleicht Sinn, an diesem Tag auch darauf zu achten, dass ich noch mehr Kalzium aufnehme, um das halt wieder ein bisschen auszubalancieren. Meine Maxime ist eigentlich, wenn ich mich als Frau in den Wechseljahren oder danach bewusst ernähre, versuche möglichst vielseitig zu essen und möglichst viele verschiedene Nahrungsmittel aus natürlichen Quellen, habe ich in der Regel auch Phosphor in der korrekten Menge aufgenommen. Gerade hier bei Phosphor möchte ich hier das nochmal euch aufrufen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon bei meiner Präsentation über Calcium und Magnesium. Das zeigt mal wieder, wie sehr wir hier Wechselbeziehungen haben und dass es durchaus gefährlich sein kann, an einer Stelle irgendwas zu ergänzen, ohne die anderen mit im Auge zu haben. Also Calcium kann die Absorption von Magnesium, Phosphor, Zink und Mangan reduzieren. Umgekehrt ist es also genauso, wenn ich zu viel Phosphor habe, kann Calcium aus den Knochen gelöst werden, um das Gleichgewicht im Blut zu halten. Zink wiederum, was halt auch populär ist, ein Vitamin bei Wundheilungsstörungen, das kann die Phosphorabsorption reduzieren. Im Umkehrschluss kann aber auch Phosphor im Übermaß die Aufnahme von vielen Mineralien stören.
Dazu kommt halt, dass die Mineralien oft nicht zu 100% aufgenommen werden. Wir wissen also nicht so ganz genau, wie viel der Körper davon jetzt aufnehmen kann und wie viel er selbst ausgleichen kann, ohne dass Schäden entstehen. Dann hier, das ist eigentlich eine meiner Lieblingsgrafiken, das zeigt die ganzen Mikronährstoffe, die Abhängigkeiten. Also du siehst hier Kalium, Calcium, Phosphat, Natrium und Magnesium, das sind die ganzen Mineralien. Das hat auf so viele Vitamine und auch andere Mineralstoffe eine Auswirkung, dass es nicht zu verantworten ist, wenn ich jetzt einfach mal auf gut Glück, weil es irgendjemand gesagt hat, hier irgendwas einwerfen. Da hatte ich ja das letzte Mal drüber gesprochen, Magnesium ist so ein Kandidat, wo halt auch gesagt wird, hilft gegen alles, gegen alle Wechseljahresbeschwerden. Und nein, das stimmt nicht. Es hilft gegen solche Beschwerden, die durch einen Magnesiummangel ausgelöst worden sind. Wenn ich da drüber gehe, erreiche ich eigentlich nichts. Das war jetzt meine letzte Folie. Und ja, ich hoffe, ihr habt da ein bisschen was für euch mitnehmen können, was ihr gebrauchen könnt, was wichtig und was interessant ist. Jetzt stehen noch zwei Mineralstoffe aus, die ich in den nächsten beiden Monaten noch präsentieren werde. Und ich bin jetzt ehrlich, ich weiß nicht, wann ich welches hatte, muss ich nochmal nachschauen. Uns fehlt also noch Kalium. Das ist ein wichtiges Mineral und da habe ich leider Gottes selbst sehr, sehr schlimme Erfahrungen mitgemacht. Ich hatte ja mal erzählt, ich hatte als Teenager eine Essstörung gehabt, auch Abführmittel in rauen Mengen und am Schluss war es also so, dass ich auf der Intensivstation gelandet bin und durch den Kaliummangel, weil halt immer wieder ausgeschwemmt worden ist, ist es sogar einmal zum Herzstillstand gekommen. Ich musste reanimiert werden. Seitdem ist Kalium, auch wenn es jetzt nicht das allerwichtigste Mineral ist, immer sehr hoch auf meiner Agenda. Und dann kommt Natrium, Natriumchlorid, Kochsalz, kennen alle von euch. Also da kommen noch zwei interessante Beiträge auf uns zu. Und wenn wir damit durch sind, werde ich für den Rest des Jahres alle Vitamine behandeln. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche mit etwas gemäßigten Maßnahmen im Moment. Wir dürfen wieder rausgehen, wir dürfen wieder einkaufen gehen, was ich natürlich auf der einen Seite sehr begrüße, auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Angst, dass jetzt alles wieder aufflackert und wir vielleicht noch mal eine neue Welle haben werden, dass die Erkrankung, die Covid-19-Erkrankung zunehmen. Und weil ich denke, wenn das passiert, dann können wir für den Rest des Jahres ein öffentliches Leben vergessen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Restsonntag und einen guten Start in die nächste Woche. Also dann, macht's gut. Tschüss.